Hallihallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und zwar ein What's in my Traveling Bag. Und ihr seht schon den ganzen Klamottenhaufen hinter mir, deswegen würde ich sagen, fange ich gleich mal an. Was auf keinen Fall auch nicht im Sommer fehlen darf, ist eine Weste. Denn kühlere Tage können immer dabei sein. Was natürlich auch unbedingt mit musste, ist mein Lieblings-Jumpsuit von Hollister. Ich finde den einfach so cool. Dann brauche ich natürlich auch Kleider. In dem Fall habe ich ein schickeres Kleid zum Essen gehen und ein, sag ich mal, Freizeitkleid eingepackt. Das hier sind meine Shirts und Crop-Tops, die ich mitnehmen werde. Und ja, das ist für meine Verhältnisse wenig. Für drunter habe ich noch zwei kurze Hosen und eine lange Hose mit. Ich liebe lange Röcke im Sommer und deswegen habe ich zwei lange Röcke mit und einen, der ungefähr bis zum Knie geht. Socken brauche ich natürlich auch. Yay! Da ich ja unglaublich sportlich bin, habe ich auch noch einen Sportgewand mitgenommen und natürlich eine Pyjama. Und ja, ich habe nur eine Pyjama mit. Das liegt daran, weil es in unserer Unterkunft eine Waschmaschine gibt. Und ja, auch in Paris kann man baden gehen, deswegen habe ich gleich zwei Bikinis mitgenommen. Ein Langarm-Shirt darf natürlich auch nicht fehlen. Fürs Chillen, für draußen sitzen am Abend und so weiter. Hauptsache kuschelig. Jojo, BHs muss man auch mit haben. Und natürlich auch was für drunter. Ich bin ja nicht Paris Hilton, auch wenn ich nach Paris fliege. Hier habe ich dann auch noch ein kleines Schmucktäschchen mit allem möglichen Zeugs. Ketten, Ohrringe, Ringe und mein Engelsrufer. Deswegen schüttle ich das Ganze. Ladekabel sind sehr, sehr wichtig. Ja, ich weiß, ich schäme mich und ihr werdet mich hassen, aber ich habe ein Selfie-Stick mit! Naja. Hier habe ich dann noch so eine Tüte, hier kommen dann meine Ballerinas und meine Converse rein. Ich Flash-Tattoo-Fanatiker muss die natürlich auch mitnehmen. Ein größeres Beutelchen für meine ganzen Schminksachen. Decay-Palette, Puder, alles mögliche einfach. Da ich die riesige Bodylotion-Verpackung nicht mitnehmen wollte, habe ich das einfach in so ein kleines Reisefläschchen umgefüllt. Tada! Das habe ich dann auch noch mit meinem Waschgel und meinem Peeling gemacht. Dann habe ich noch ein weiteres Säckchen genommen und habe meinen Haarbalsam, Ringblumensalbe, meinen Tangle-Teaser, Abschminktücher, ein Bodyspray, und so eine kleine Tasche mit meinen ätherischen Ölen drin getan, also Lavendelöl gegen Pickel, Pfefferminzöl gegen Kopfweh und so weiter. Mein Adressbuch für Postkarten, meine Longchamp-Tasche, die kann ich übrigens super klein zusammenfalten, die ist echt praktisch. Meine kleine schwarze elegantere Tasche mit einem langen Henkel, die kann ich auch für die Stadt benutzen. Und natürlich meinen heißgeliebten Turnbeutel von Puma, den kann ich auch super klein zusammenfalten. Es ist Sommer, ich brauche Sonnenmilch und Desinfektionsmittel. Dann habe ich hier noch eine kleine Box mit allem möglichen medizinischen, wie zum Beispiel Salben, Aspirin, alles was man halt so schnell braucht, sage ich jetzt mal. Mein Riechfläschchen habe ich auch dabei. Damit kann ich dann besser atmen und es beruhigt mich beim Fliegen. So, das war's nun mit den Sachen, die alle in meinen Koffer kommen. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und werdet Abonnent dieses Kanals. So, für mich geht's jetzt zum Flughafen und ich wünsche euch noch einen schönen Sommer. Spaß, ihr seht mich ja nächste Woche wieder mit einem neuen Sommervideo und meine Paris-Vlog-Reihe fängt an. Woo! Also, bis bald, ciao!